Komm, lasst euch knuddeln und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 4. Ich versuche jetzt nochmal es so zu machen. Heute am. Oh Gott, Folge 4, warte mal. Am Freitag. Hallo. Falls ihr das hier seht, morgen, wenn alles klappt, morgen, also wenn ihr das auf YouTube an dem Upload-Datum schaut, wenn alles klappt, morgen Livestream von genau diesem Projekt. Wahrscheinlich werde ich aber noch eine Folge aufnehmen, weil mir für mich logistisch das sinnvoller ist. Deswegen hat da Twitch einen kleinen Vorteil, dass sie immer eine Folge voraus sind. Deswegen lohnt es sich. Also, es lohnt sich, aber es lohnt sich auch nicht vorbeizuschauen. Weil ich werde, ich habe zwar diesmal an einem Sonntag gestreamt, aber ich selber sage, dass ein Samstag besonders für meinen Upload-Plan in dem Sinne sinnvoller ist. Wenn ich halt. Oh, ich bin schon Stufe 4. Und ein bisschen mehr in Laufen investieren. So, was ist gerade fertig geworden? Ah, noch mehr laufen. Noch mehr laufen. Yeah. Ja. Und zwar, was ich sagen wollte. Ich produziere halt immer eine Folge vor, weil für mich das ist ökonomisch einfacher. Weil ich kann nicht an dem Tag hochladen, an dem ich stream. Es sei denn, doch, ich könnte hochladen. Doch, theoretisch schon. Wenn ich zumindest so lange brauche wie dieses Mal, funktioniert das. Und dann muss ich mal ein bisschen spielen. Müssen wir mal schauen. Und doch, das ist hier echt gemacht. Meine Güte, ey. Ich glaube, ich kann die jetzt tatsächlich jetzt schon mal abreißen. Weil so viele werde ich erstmal nicht brauchen. Wir produzieren ja halt hier einiges. Und auch einiges zu viel, so. Achso, die haben auch alle schon keine Erz mehr. Weil so viel brauche ich jetzt nämlich nur auch nicht. Auch noch ein bisschen Kohle, aber sonst. Ah, guck mal. Kann Kohle nicht aufnehmen, weil Inventar voll. Weil ich hier oben nichts in die Kiste gelegt habe. Weil ich brauche. Oh. So, brauche nämlich nicht so viel Stein, ich brauche eher Kohle. Kohle, 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 Kohle. Und Achtung! Dam, bam, bam. Oh. Ah, die haben es diesmal größer. Vorher war das wirklich. Ich meine, es ist halt immer noch an der Seite ein Ofen, wie man sieht. Hier an der Seite. Aber die haben das Icon dafür größer gemacht. Hui. So, und jetzt kann ich halt hier Produktion theoretisch hinbauen. Also ich glaube, ich mache aber nur 11 Maschinen. Warte mal. 6, 5. Wenn ich jetzt hier zweimal 5 hinklatsche. Und dann noch mal eine. Und dann. Na, 6 vielleicht nicht. 5. Hier 5. 5. So. Yeah. Und wir haben einen Teleporter.
Damit kann ich jetzt noch schneller mich bewegen. So, und ich lagere das Ganze jetzt auch schon um. Weil ich meine, wieso nicht? Ah, nein, das war der falsche Knopf. Ah. Dann gehe ich zuerst nach unten. Oh, ups. Zuerst nach unten, habe ich gesagt. So, du produzierst hier weiterhin Zahnräder. Ich habe keine Flaschen mehr. Skandal. Ich möchte bitte, dass das gleichzeitig gleichmäßig verteilt wird. So, Medo. Ah, auch noch ein paar. Paar Mal Ströme. Ich habe kein Holz. Oh, wow. So, ich kann ja mal hier nicht stehen bleiben. Das ist nicht gut. Ich meine, irgendwann muss man eh Basic Logistik erforschen und machen. Jetzt Holzböden, nee. Apparatur-Kits 2, nee. Energy Flow, das ist vielleicht noch ganz gut. Und eine Rüstung endlich mal. Ohne Reach wäre ganz gut. Und dann machen wir auch noch hier. Manuelles Abbautempo erhöhen. Zack. Jetzt forschen wir hier unten im Keller. Ich kann ja mal hier ganz witzigen Effekt machen, der nicht empfohlen wird. Gefixt. Die haben den tatsächlich gefixt. Man glaubt es kaum. Okay, hier funktioniert es noch. Aber vorher gab es einen so mehr oder weniger Bug, dass man da durchrennen konnte. So mäßig. So. Achso, der. Ich dachte gerade. Ich dachte, hä, was ist denn das für ein Labor? Das ist ja der Planet Teleporter. So. Ja, yeah, Basic Fließbänder. Ah, jetzt können wir hier auch das hier mal forschen. Ja, ich kann ja mal hier die Dings ein bisschen so. Der Menschen Pocket. Oh, das ist gut. Das nehme ich immer gerne. Warenlagerung. Brauche ich das? Noch nicht. Glaube. Also ich will eigentlich erstmal alles standardmäßige wegforschen. Dachchen Ole. Stimmt, jetzt kann ich ja Stonks machen. Brauche ja das Ganze nicht. Das ist ja so intelligent, merke ich gerade. Hier, das ist ein Netz. Das geht mit kompletten 20 kW. Oh. Geht das in den Teleporter? Der zieht hier nur. Der zieht nur raus. Ich glaube, die haben hier gleich keinen Akku mehr. Und zwar nicht, weil die nicht laufen, sondern weil der hier zu wenig
Energy Flow, wo bist du? Nein, habe ich Energy Flow schon erforscht? Ja. Für das nächste brauche ich. Der hier nicht. Wow. Der kann nicht mehr. Wir können fest für weh, da gibt es diese schöne Kanalpunktebelohnung. Nein, nicht. Skandal. Also, tatsächlich hat er eine maximale Aufnahme und Abgabe von 200 kW. Wieso 200 kW? Ist ja Skandal. Oh, wir brauchen Stahl. Ich produziere mal nebenbei ein bisschen Stahl. A little bit of steel. Und dann kann ich hier schöne Dinge machen. Achso, ein Radar kann ich ja hier auch platzieren. Umweltverschmutzung. Eieieiei. Oh, da kommen Aliens angerannt schon. Ah, lol. Schaffen die sogar. Cool. Sehr witzig. Ah, und die Dimension nennt sich halt immer Warp Zone 1, 2, 3, Blackies. Ah, ich find's schön, dass sie endlich mal auch die Warp Zone, dass sie da. Jetzt kann ich ja rausfinden. Warp Torio Factory. Aha, da ist ja auch der Factory Floor. Ach, Mann, ey. Das braucht sogar 300 kW. Kann das nicht einfach. Oh. Den Teleporter da reinzustellen, ist vielleicht nicht sonderlich eine gute Idee. Bumm. Weil dann verbraucht er nämlich nichts mehr. Haben wir hier nicht irgendwie unlimited? Ja, also wir haben zwar so oder so nicht unlimited, aber. Ne? Was brauchen wir ansonsten noch so? Pocket wird schon geforscht. Du wirst schon geforscht. Dich brauchen wir nicht. Komm, ich meine, wieso nicht? Ich meine, da kann man ja immer an dem hier so schaden oder so. Ich finde es witzig, für die Forschung Stahlwerkzeuge braucht man keinen Stahl. Mit dem Stream verdiene ich. Also bis nicht wirklich viel. So wirklich. Also die Frage ist, was mein. Also. Ich habe zu wenig Leute, die mir sozusagen Subs oder Bits geben, dass ich damit gut Geld verdiene. Ich meine, ich hab theoretisch schon etwas Geld damit verdient, aber ausgezahlt wird es mir nicht. Wieso wird mir Boiler so früh angezeigt? Ach, wahrscheinlich, weil die allgemeinen ja nur wenig brauchen. Oh. Stimmt, die Mini-Loader sind ja eigentlich
Ja. Ach Gott. Jetzt bin ich gerade vergesslich. Die Mini-Loader sind, also die Mini-Bellader sind ja eigentlich ganz kleine Snickies. Deswegen haben die hier zum Beispiel nicht irgendwie eine. Also sie haben hier eine Drehgeschwindigkeit angegeben von 100. Ja, und deswegen können die natürlich von so. Okay. Ja. Ich meine, wieso nicht? Ja. So, ich kann mir jetzt eine schwere Rüstung. Ich hätte schon eine leichte Rüstung mir craften können, aber dann halt jetzt erst eine schwere. Schwere. Zack, schon angezogen. So. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht sonderlich interessant, weil passiert halt nichts. Ich müsste halt allerhöchstens mal hier die Dinger nachbefüllen. Aber sonst. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, auf diese Sperrflächen kann man sich schon denken, da wird irgendwann mal was drauf gebaut, aber dies hat noch Zeit. So, ich reiße mal die Öfen ab, weil ich glaube erstmal vorerst brauche ich noch mehr Stahl. Obwohl ich mache lieber erstmal Plattform. Danach kommt eh nur Plattform und irgendwann kommt dann was vielleicht Interessantes. Ah, hier auch. Aber hier ist es die erste Plattform, die interessant ist. Besonders das Ding hier. Eieieiei. Ah, Gott, oh Gott. Das ist Dinge, die sind interessant. Besonders wenn man die dann. Wo sind denn die denn aufgefüllt? Aufgeführt. Ja, sind, warte mal, sind wahrscheinlich beim Assembling Project mit dabei. Irgendwo. Nein. Doch da. Hohoho, und die wurden nicht verändert mittlerweile. Aber hey, da Witzka geben die dolle was. Es wird aber auch interessant mit Modulforschung. Ich hab mir gedacht, ach komm, ich nehme mal hier so die Module bis 8 rein, die normalen Speed-Module. Bis Modul 8. Dann dachte ich mir, ach komm. Also, aber dafür dann dachte ich, ja, okay, ist es okay, dass die hier bestimmt was etwas schwerer machen. Machen es besonders auch schwerer, weil ich halt nicht sonderlich viel Platz habe. Ich meine, ich kenne das finale Ergebnis, was ich dann hier an Platz habe, was ich dann hier oben an Platz habe und was ich dann hier noch an Platz bekomme. Ich merke aber gerade, dass anscheinend wohl Logistikforsch schon. Hier. Logistics forschen kann, glaube ich. Hier, Warp-Plattform Logistics. Adds an extra pipe and upgrades the build and chest size. Das darf ich denn nicht vergessen, dass ich das mache. Jetzt an additional build to the center. Center.
All Teleporter, Stairs and Harvester. Adds an additional build to the central platform stairs. Achso, and Harvester. Ah. Ja, und da muss ich halt aufpassen, dass ich jetzt zum Beispiel hier keine Türme zu stehen habe, wenn ich das denn forsche. Deswegen platziere ich die jetzt am besten schon um, weil ich da ein bisschen Angst habe. Nein, nicht, dass ich die aus Versehen dann mal forsche und merke, huch, plötzlich fehlen hier zwei Türme. Weil dadurch habe ich hier zwar ein kleines Noppending, aber ja. Nebenbei kann ich mal gucken, wie es hier unten läuft. Ja. 60 haben alle. Und wir warten in 8 Minuten. Aber ich sehe schon, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das müsste morgen im Stream sein. Da werden wir neue Folgen aufnehmen. Und dann auf YouTube kommt übermorgen die nächste Folge. Deswegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Kleiner Funfact am Rande. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, nur 40% von euch sind tatsächlich Abonnenten. Und das könnt ihr jetzt ändern, indem ihr unten auf den Abo-Knopf drückt. Wenn ihr die Glocke sogar aktiviert, dann verpasst ihr sehr wahrscheinlich keine Folge mehr von Factorio Warptorio und anderen Videos, die ich, beziehungsweise allgemein keine Videos mehr von mir. Kann sich durchaus lohnen. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann sage ich immer schön knuddeln.